Moin Leute, heute gibt es das lange ersehnte Video und zwar die Hoftour. Wir haben das so lange einfach nicht gemacht. Wir wohnen ja hier jetzt schon 2 Jahre, aber wir haben die bisher nicht aufgenommen, weil man ja irgendwie immer noch erstmal etwas verändert und schaut, wo man was hinstellt und so weiter und so fort. Aber wir haben auch bemerkt, man ist damit einfach nie fertig. Man ändert immer noch irgendwas, wenn man irgendwas für besser befindet und so weiter und so fort. Und deswegen machen wir die jetzt einfach. Ihr habt jetzt gerade das Haus schon im Hintergrund gesehen. Das ist riesengroß und wir wohnen hier auch nicht alleine drin. Wir haben hier auch noch Mieter mit drin, genau, weil wir können die ganze Fläche überhaupt nicht ausfüllen. Aber wir haben hier diese wunderschöne Tenne, die ist richtig schön ausgebaut. Die hat richtig hohe Decken und wir fühlen uns da auch super wohl. Aber der Wohnraum wird ein bisschen privat bleiben und deswegen schauen wir uns jetzt mal alles bei den Pferden an. Wir leben hier natürlich nicht alleine. Wir haben ganz viele Tiere und die finden den Hof natürlich auch richtig, richtig toll. Da ist die Katze, hier sind die 2 Hunde, die finden den Platz wunderschön, dass sie so viel laufen können. Und die Pferde finden das natürlich auch toll. Vom Wohnhaus hier aus können wir direkt auf die Ställe gucken und da gehen wir jetzt auch hin. Die Pferde haben so richtig schöne, offene Boxen, also wirklich wie im Traum, genauso wie man sich das einfach wünscht. Also wir haben hier 4 Boxen, das kennt ihr ja schon, hier stehen die 4 Pferde drin. Und hier ist immer schön luftig, das ist hier so ein bisschen im Schatten von den ganzen Bäumen und von der Scheune. Also alles wie im Traum und wir gehen hier direkt weiter. Von hier aus kann man dann nämlich direkt auf den Paddock schauen. Unser Paddock ist ja wirklich richtig schön groß. Wir mussten den ja leider einmal in der Mitte teilen. Das seht ihr ja auch mit dem Holzzaun. Das hatten wir auch eine Zeit lang so provisorisch mit dem Metallzaun. Aber es ist nur einfach so, dass die Pferde sich nicht hundertprozentig vertragen und wir nicht alle zusammenstehen haben können. Deswegen ist es jetzt getrennt. Und im Moment sind auch Dallas und Alfie getrennt. Die stehen sonst immer zusammen. Aber Alfie ist verletzt. Er hat eine Huflederhautentzündung und darf deswegen nicht so viel laufen. Aber das wird dann in 2, 3 Wochen auch wieder in Ordnung sein. Genau, dann haben wir hier auch die richtig schöne Raufe. Die finden wir auch mega toll mit dem Dach. Wenn es regnet, stehen die Pferde hier richtig schön drunter. Und hier haben die natürlich dann auch Schatten im Sommer. Das gefällt uns auch richtig gut und damit sind wir richtig zufrieden. Wenn wir hier jetzt auf dem Paddock stehen, können wir schon dieses Riesenfenster sehen. Das ist auch mega, mega schön. Dahinter ist die Sattelkammer, da gehen wir gleich auch rein. Von der anderen Seite sieht es nämlich auch richtig toll aus. Da kann man nämlich richtig schön auf den Paddock runterschauen. Und daneben sehen wir das große Holztor. Das kann man dann auch öffnen, wenn wir hier irgendwie Heu in die Heuraufe tun, gehen wir da zum Beispiel durch. Und ab geht's in die Scheune. So, hier haben wir jetzt das große Holztor von der anderen Seite. Wie gesagt, das kann man aufmachen und die Pferde dann auch von hinten hier zum Putzplatz führen. Der ist auch richtig schön geworden, finde ich. Hier haben wir dann natürlich alles, was wir brauchen, unser Putzzeug. Da hinten haben wir so provisorisch so einen Gamaschenhalter aufgehängt, total lustig. Wir haben dieses Stück einfach hier gefunden und es erfüllt einen sehr guten Zweck. Dann haben wir hier natürlich so einen Schlauch, damit wir dann auch nach draußen da Wasser hin tun können und ein normales Waschbecken. Und hier geht es hoch gleich zur Sattelkammer, aber wir gehen erst auf die andere Seite. Hier haben wir dann nämlich so all so ein Kram stehen, was man halt lagern muss. Zum Beispiel die Sattelschränke, das Heu. Hier haben wir noch ganz viele Kartons vom Flohmarkt. Da haben wir nämlich auch noch ein paar Sachen übrig. Und dann haben wir hier den Haygain stehen. Viele wissen ja sicherlich nicht, was ein Haygain ist. Deswegen zeige ich euch den mal genauer. Das ist nämlich ein Heubedampfer. Hier tut man dann das Heu rein. Hier hat man so eine kleine Maschine, wo man dann alles einstellen muss und Wasser und so reintun muss. Und hier passen perfekt dann so 2 kleine Ballen von uns rein und darin wird das Heu bedampft. Das bedeutet, so Bakterien und sowas werden abgetötet und das Heu wird halt vor allem staubfrei. Wenn man dann Allergikerpferde hat oder Pferde, die generell einfach Probleme mit Husten haben oder Alfie, der hat ja irgendwie so ein bisschen Probleme mit dem Atmen und dafür ist es halt richtig, richtig gut. Und genau, den haben wir hier stehen. Und wie gesagt, daneben ist das Heulager, da können wir das Heu einfach dann ganz schnell hier reintun. Und jetzt geht es weiter zur Sattelkammer. Ein sehr schöner Teil. Wir haben hier so ein richtig schönes Schild natürlich.
Unsere Sattelkammer haben wir wirklich komplett so selbst gestaltet, wie wir das wollten, weil ja, uns ist es einfach total wichtig, dass es so ein bisschen so ein Wohlfühlort ist und vor allem die guten Sachen ordentlich gelagert sind. Hier haben wir so richtig schöne Sattelhalter, passend dazu die Trensenhalter und ja genau, dann ist hier so unser Lager mit den ganzen Schabracken und Decken und alles, was man so braucht. Und hier finden wir jetzt das riesengroße Fenster wieder. Es ist wirklich so schön, wir haben hier so eine kleine Sitzecke. Und dann kann man den ganzen Tag den Pferden zuschauen. Das ist wirklich richtig, richtig toll. Genau, und die Sessel sind auch einfach so mega. Hier kann man sich den ganzen Tag aufhalten mit Tisch. Und ja, genau, hier lagern wir all den Pferdestuff. In dem Regal haben wir dann noch so Pflegemittel und die Pferdeapotheke. Alles, was man halt so auf jeden Fall im Stall haben sollte. Und hier haben wir dann noch weitere Sachen gelagert, so dieses ganze Lederzeug, wenn man seine Zügel ersetzen muss, weitere Trensen, Steigbügelriemen, ja, dass wir wirklich einfach alles da haben. Hier unsere leichte Chaos-Ecke, aber das braucht man halt einfach. Hier die ganzen Halfter nochmal aufgehangen und natürlich die ganzen Decken. Es sieht so uselig aus, aber es ist einfach super wichtig, dass man ganz viele Decken hat. Wir haben ja dann auch die verschiedensten Größen, die verschiedensten Dicken an Decken, sage ich mal. Und genau, das haben wir alles hier einigermaßen sortiert in diesen Schränken. So, und jetzt kommen wir aus der Scheune wieder raus und laufen geradeaus auf den Reitplatz zu. Der Reitplatz ist echt wirklich richtig, richtig schön. Der hat eine ganz außergewöhnliche Form, ganz viele Fragen, guck mal, wie groß der ist. Aber man kann es einfach gar nicht so richtig sagen, weil, wie nennt man die Form? Ich glaube, ein Trapez, glaube ich. Es ist halt total lustig. So unsere kürzeste Seite ist da unten mit so 19, 20 Meter. Und die anderen Seiten sind alle ungefähr gleich lang mit 30 bis 35 Meter oder so. Also man kann es einfach nicht genau sagen. Und genau, dann haben wir hier natürlich die Sprünge draufstehen und da hinten noch so ein kleinen Grasrand, den wollen wir eigentlich auch noch mal so ein bisschen schöner machen. Da haben wir jetzt einfach nur so eine Bank stehen, aber da wollen wir noch eine bisschen schönere Sitzmöglichkeit haben, damit Mama dann auch schön beim Reiten zuschauen kann. Wenn man dann so gegenüber vom Eingang hinten aus dem Platz wieder rausgeht, hat man hier so eine richtig schöne Bahn. So unsere eigene kleine Rennbahn, sagen wir mal, die ist auch echt richtig schön, vor allem dieser Weg hier gleich. Da kann man richtig schön galoppieren. Rudi findet es ja auch gut. Und hier im Hintergrund sehen wir jetzt natürlich auch schon die ganze Zeit die Wiese. Die kennt ihr ja eigentlich alle, die ist auch echt richtig schön. Die Pferde haben ganz viel Platz und hier ist auch schon der Georgie. Das Gras steht richtig schön hoch hier. Balti kommt auch. Und hier sind halt auch überall noch mal so ein paar Bäume auf der Wiese, sodass sie dann auch die Möglichkeit für Schatten haben. Also die ist auch echt wirklich richtig schön. Hier kannst du so hergaloppieren. Also wir sind diesen Weg jetzt ganz lange entlang gelaufen und jetzt kommen wir dann zu unserem Teich. Oh mein Gott, Lana geht schwimmen. Lana, nicht die Enten ärgern. Lani. Oh, schön. In unserem Teich haben wir ganz, ganz viele Fische. Kois, Goldfische, ganz viele so komische blaue und silberne. Also Papa kann euch da ganz viel zu erzählen. Und dann haben wir hier auch noch Kanadagänse drauf und Enten mit Babys aktuell. Und jetzt kommen wir hier auch schon auf die schöne Chill-Ecke drauf zu. Hier ist so ein richtig cooler Bauwagen, der ist echt einfach mega. Und da hat man hier so eine richtig schöne freie Sicht auf den Teich. Komm, ich fütter die jetzt. Dann kommen die ganz schnell. Fein! Die warten schon auf ihr Futter. Wir haben auch so einen richtig großen Fisch hier drin. Wie heißt der nochmal? Ich glaube ein Storch. Ein Stör, genau. Ein Storch. Das sind die Dinger, die auf einem Bein stehen.
Gras ist hoch. Rudi, da sieht man selbst dich nicht mehr. Du Riese. Fein. Komm mal her. Heidi. Komm mal her. Ist das schön hier? Und ein weiterer Grund, warum wir jetzt so lange mit diesem Video gewartet haben, ist, dass es endlich wieder richtig schön grün blüht. Also das ist wirklich hier echt ein Traum. Es sieht so schön aus. Und vor allem haben wir hier Birnbaum, Apfelbaum und wir haben ganz tolle neue Bäume gepflanzt. Deswegen sehen die auch noch so klein aus. Einfach damit es hier am Rätplatz auch noch richtig schön grün wird und man dann vielleicht auch irgendwann noch so ein bisschen Schatten darauf hat. Hier muss auf jeden Fall noch irgendwas hin, weil sonst sieht es ein bisschen zu kahl aus. Aber die Bäume sind auch richtig schön, weil die blühen weiß und pink und das ist echt mega. Wir sind hier jetzt wieder zurück am Paddock und hier haben wir jetzt noch einmal unsere Mistentsorgung stehen sozusagen. Das wird immer abgeholt. Und jetzt gehen wir hier weiter entlang. Hallöchen. Am Paddock vorbei. Hier unten haben wir nochmal extra so ein Tor schon mal vorsorglich gemacht, weil wir haben hier vorne auch noch eine Wiese und die soll natürlich dann auch eingezäunt werden und dann können die Pferde direkt vom Paddock auf die Wiese laufen. Wir sind jetzt wieder zurück am Haus. Hier kommt man so gesehen aus der Küche her, haben eine Sitzecke. Und dann kann man noch mal richtig schön auf den Reitplatz schauen. Also von hier kann man dann auch beim Reiten zuschauen zum Beispiel. Und wir sind echt einfach super happy. Wir wohnen hier jetzt 2 Jahre und wir können uns wirklich einfach nicht beklagen. Es ist einfach so schön hier. Und mich würde mal interessieren, wie ihr lebt. Also habt ihr auch irgendwie so einen kleinen Hof? Wohnt ihr in einer Wohnung? Habt ihr ein eigenes Haus? Schreibt das mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.